Jetzt möchte ich aber, um den Rückblick auf den Prozess noch weiterzuführen, die Sprecherin des Arbeitsgremiums, also zwei der Sprecherinnen, nämlich Frau Dr. Kahlefeld und Frau Njoja, nach vorne bitten und bitte Sie auch, Ihre Eindrücke aus dem Prozess hier kurz vorzustellen. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen auch noch ein paar Worte sagen kann zu dem Prozess, den wir hinter uns gebracht haben. Wir hatten in den Koalitionsvertrag geschrieben, ich sage wir, weil ich im Abgeordnetenhaus bin und an den Verhandlungen mit beteiligt war für die Grünen. Wir haben alle gemeinsam als Koalition in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir mehr Beteiligung in Berlin wollen, weil zu einer vielfältigen Demokratie gehört, dass die Menschen nicht nur wählen gehen können und alle paar Jahre sagen, wer sie vertritt, sondern dass man auch an ganz konkreten Planungsprojekten sich beteiligen kann. Von der Partei unabhängig und ganz konkret in dem Kiez oder von dem bezogen auf das Projekt, um das es geht. Und dieses Arbeitsgremium hat das, was wir da im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, zum Teil umgesetzt. Und ich würde gerne über einen konkreten Punkt, über ein Instrument kurz was sagen, nämlich über die Vorhabenliste, die wir einrichten werden. Auf der Vorhabenliste, die nicht etwa eine Liste ist, sondern eine Karte, auf der ich sehen kann, was in meiner Nachbarschaft oder da, wo ich arbeite oder in der Region, für die ich mich interessiere, was da geplant wird, und zwar sowohl vom Senat als auch, wenn alles gut geht und die Bezirke mitmachen, auch was die Bezirke planen. Das wird alles in dieser Karte zu sehen sein. Ich kann da anklicken und bekomme dann, darauf haben wir uns geeinigt, in einfacher Sprache, das ist das, was wir aufgenommen haben aus einer der Werkstätten, erklärt, was da passiert. Es kann sein, dass da nur steht, dass die Sporthalle saniert wird in der Schule. Das kann aber auch sein, dass da steht, dass ein ganz neues Quartier entwickelt wird. Das alles werde ich dort erfahren können. Das ist ein riesengroßer Schritt hin zu mehr Transparenz, weil ich mich sehr einfach informieren kann über das, was Senat und die Bezirke vorhaben. Auf einer tieferen Schicht kann ich dann sehen, ist da eine Beteiligung vorgesehen? Kann ich da irgendwo hingehen und mitreden? Kann ich bestimmt nicht bei allem. Muss ich auch gar nicht. Ich will nur wissen, warum vor meiner Tür gebuddelt wird, und das weiß ich dann. Aber es gibt eine Menge Projekte, da will ich mich beteiligen. Und dann steht entweder da, am so und so vielten trifft man sich und es geht los. Vielleicht steht auch da, der Beteiligungsprozess ist schon abgeschlossen und das sind die Ergebnisse. Dann gucke ich mir an, was meine Nachbarn und Nachbarinnen zu dem Thema eingebracht haben und was der Stand der Dinge ist. Es kann auch sein, dass da nichts steht zur Beteiligung und dann kann ich Beteiligung anregen. Auch das wurde vorhin schon gesagt. Also diese Funktion wird die sogenannte Vorhabenliste haben, die in Wirklichkeit eine Vorhabenkarte ist. Und wir hoffen, dass wir damit sehr viel mehr Beteiligung und sehr viel geordnetere Beteiligung auch hinbekommen. Denn wir engagieren uns in Berlin ja sowieso immer, wenn uns was nicht passt. Das wird sich auch durch die Leitlinien nicht ändern. Aber wir haben hier die Möglichkeit, im Vorfeld zu gucken, was passiert da und kann ich mich da einbringen und was sind meine Argumente und was sind die Argumente von meinen Nachbarn und was sind die Argumente von der Verwaltung. Und dann läuft das vielleicht etwas rationaler, etwas friedlicher und vielleicht auch mit besseren Ergebnissen am Ende dann schneller. Das ist die Funktion der Vorhabenliste. Und besser für Demokratie, nämlich im Sinne einer vielfältigen Demokratie, dass ich nicht nur wähle, sondern konkret mitmache, ist das allemal. Danke, Frau Kahlefeld. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Kerstin Njoja. Und ich habe mich nach dem Stadtforum, wo ich eigentlich gehofft hatte, mich schon bewerben zu können für so einen Beteiligungsprozess oder die irgendwie da mich einbringen zu können in der Bürgerbeteiligung, gehofft, dass ich da schon loslegen kann. Aber nein, man sollte erst einen Antrag stellen, den habe ich gemacht und das war irgendwie ein Wunder für mich, dass ich dann auch reingewählt wurde. Das habe ich wirklich also
habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, ich habe immer für alle Menschen mitgedacht und das ist genau das, was ich an den Leitlinien mir erhoffe, dass alle Menschen die Chance haben, sich mit einzubringen und abgeholt zu werden ein Stück weit, bestimmte Prozesse in ihrer Umgebung oder auch in der Stadt mitgestalten zu können, mitreden zu können, mitbestimmen zu können, mitentscheiden zu können. Das finde ich schon mal toll an den Leitlinien. Ich finde, das ist so ein Meilenstein für die Zukunft der Demokratieentwicklung. Und mir liegt es insbesondere am Herzen, junge Menschen oder Menschen, die sonst in unserer Gesellschaft hinten so ein bisschen runterfallen, doch mitnehmen zu können. Da habe ich immer so ein bisschen mein Wort auch im Arbeitsgremium erhoben. Ich fand toll, dass ich dann in den Werkstätten Menschen begegnen konnte, mit ihnen mich austauschen konnte und ja, ein Stück weit auch sie überzeugen konnte, dass das Sinn macht, Leitlinien zu entwickeln, weil ich dachte selbst auch erst, was soll dieser Unsinn? Also will man uns hier irgendwie hinhalten oder so? Aber nein, es macht schon Sinn. Also insbesondere auch dann so einen Dienstleister an die Seite zu bekommen und zu sehen, wie wertvoll sowas ist, wenn es professionell begleitet wird. Das ist also nicht zu unterschätzen. Ja, und was mich auch, sagen wir mal, sehr interessiert hat, ist halt, auf welchem Wege können wir denn all die Menschen erreichen, auf effektivste Art und Weise. Und deshalb fand ich letztendlich die Lösung berlin.de nicht verkehrt. Es braucht noch so seine Anlaufzeit, immer noch. Auf Facebook habe ich es auch so ein bisschen versucht, aber das nimmt wirklich Zeit und Arbeit in Anspruch. Und natürlich braucht es euch alle auch darüber, sich einzubringen und sich beteiligen zu können, wenn man halt durch Arbeit oder Familie ein bisschen nicht so in der Lage ist, sich sonst zu beteiligen. Also in den Gremien, in denen wir saßen und den Werkstätten, gab es natürlich ganz viele, die nicht mitmachen konnten. Und da war es dann halt gut, dass es über berlin.de die Möglichkeit gab, auch sich im Entwicklungs- und Gestaltungsprozess mit einbringen zu können für die Bürger. Ich habe jetzt hier noch das, was Herr Griffin sagen wollte. Wir hatten uns so ein bisschen abgesprochen, wer welchen Part übernimmt. Und ich trage Ihnen das einfach kurz vor. Also er wollte Ihnen mitteilen, dass er sich im Arbeitsgremium besonders über die Anregungen aus den Werkstätten und aus der Online-Beteiligung gefreut hat, dass wir darüber diskutiert haben. Ja, das kann ich bestätigen, das haben wir tatsächlich viel gemacht. Zum Beispiel über die Zusammensetzung des Beirates oder wie Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach Beteiligung anregen können. Dazu ist ja auch einiges gesagt worden. Bürgerinnen und Bürger wollen mitentscheiden. Mit den Leitlinien entsteht eine strukturierte Grundlage, sagt er, dass Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung sich gut abstimmen können. Zum Schluss wollte er etwas sagen über die Anlaufstelle, die hilft, den Bürgerinnen und Bürgern sich zu beteiligen. Ja, es wird diese Anlaufstelle geben, die wird besetzt sein zur Hälfte aus Verwaltung und zur anderen Hälfte von einem freien Träger, bei dem man Informationen über die Beteiligungsprozesse bekommen kann und wo die Fäden zusammenlaufen und die auch an der Evaluation dieses ganzen Prozesses beteiligt sein wird. So viel von Herrn Griffin. Vielen Dank, Frau Kahlefeld, Frau Njoya und auch Herr Griffin. Er kann heute leider doch nicht dabei sein. Und Frau Kahlefeld, dass Sie das kurz vorgestellt haben, was er sagen wollte.